Hallo und herzlich willkommen nun zu einem neuen Video. Ja, ich möchte euch jetzt nun die neue aktualisierte Seite zeigen zu Starnblatt. Und ja, unten in der Videobeschreibung findet ihr eine Verlinkung zu dem Brief des Produzenten, was am 28.04. stattfinden soll. Und ja, seid auf jeden Fall sonst gerne dabei für weitere Antworten. Und natürlich auch, denn eben halt zu der Seite hier, die ich jetzt euch hier präsentiere, findet ihr auch eine Verlinkung dazu. So. Hier haben wir nun Final Fantasy XIV Online Stormblood. Ja, der Verkaufsbeginn ist der 20.06.2017 für Windows, PlayStation 4 und Mac. Und den Early Access startet dann eben halt am 16.04. So, hier kann man so gesehen schon vorbestellen. Hier kann man nochmal diesen sehr, sehr schönen Trailer anschauen. Dann kann man jetzt auch sogar Final Fantasy 14 kostenlos spielen. Es ist jetzt so gesehen so eine Änderung kam, dass ihr jetzt bis Stufe 35 einen Test-Account spielen könnt und so lange wie ihr wollt. Also es ist keine 14-Tage-Beschränkung mehr. Und ja, solltet ihr euch auf jeden Fall für das Spiel entscheiden, könnt ihr dann ja weitermachen mit euren bisherigen Charakter und Account. Ja, hier haben wir auch die neueste Erweiterung für Final Fantasy XIV, Krieger des Lichts, kämpft für die Freiheit der Völker. Hier sehen wir auf jeden Fall sehr coole Screenshots, was hier auch noch alles beinhaltet ist. Und außerdem hier den Rotmagier und den Samurai. Diesmal ist es eine Hyrule. Ist sehr, sehr schön. Mit dieser Rasse habe ich auch eben halt früher begonnen und auch ja, ein bisschen lang ihr jetzt auch noch gespielt. Sehr, sehr schick. Ja, der Samurai gefällt mir auf jeden Fall besonders, weil ich habe den auch bei Final Fantasy XI Online auch gerne gespielt, neben den Inia. Und er ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Klasse. Ich bin mal gespannt, wie der denn eben halt in Final Fantasy XIV wird. Ja, und wenn ich denn mit den Samurai soweit fertig bin, kommt dann eben halt auch der Rotmagier. Ihr kennt das, glaube ich, auch von mir schon, das mit den ganzen Jobquests. Das habe ich ja ab Heavensward ja auch gemacht. Ja, und das wird auf jeden Fall dann weitergehen. Dann haben wir hier neues Abenteuer in Alamigo, Doma und andere Ländern, also auch Shinogami und auch viele andere. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Haben wir hier nochmal den Rotmagier und Samurai. Dann ein neues Spielerlebnis mit Schwimmen und Tauchen. Da bin ich auf jeden Fall auch besonders gespannt auf diesen Content. Was man da alles machen kann, etc. Würde ich auf jeden Fall auch nochmal ja, zeigen als Gameplay. Dann haben wir auch nochmal Anhebung der Höchststufe von 60 auf 70. Überarbeitetes Kampfsystem. Sprich, da werden auch viele allerlei Skills verändert. Und ja, ich bin mal gespannt, was da so alles noch dran geändert wird. Dann haben wir auch die neue Stadt Kugane, dann außerdem neue Regionen wie Gyra-Abania, Rubinsee, Irxaya und auch Axim-Steppe. Dann die neue Prima-Es wie die von Lakshmi, die neue Prima-E von den wilden Stämmen der Anata. Dann haben wir auch von Susanoo die wilde Stamm der Kojin. Dann auch viele allerlei neue Dungeons, dann neue hochstufige Raid-Dungeon. Da haben wir eben halt Omega, die Zeitschleife. Dann folgt dann auch noch ein neuer Allianz-Raid, Rückkehr nach Ivalins. Falls es euch was sagt, auch an Final Fantasy Tactics etc. und natürlich auch zu Final Fantasy XII. Freue mich auf jeden Fall auf diesen Sommer auch auf diesen Teil. Dann haben wir außerdem auch neue Expeditionen, das verbotene Land Eureka. Das wird auf jeden Fall auch sehr cool. Ich bin echt mal gespannt, wie die neue Expedition so wird. Dann außerdem auch viele allerlei neue Ausrüstungen und Rezepte. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, das passt auch alles sehr schön, diesen asiatischen Touch mit den Ausrüstungen etc. Also ich stehe ja voll auf sowas. Und ich finde es echt cool. Auch natürlich ein neues Wohngebiet, Shirogane. Ja, es wird am Anfang noch nicht kommen, aber es wird auf jeden Fall demnächst irgendwann, weil man soll erstmal Zeit haben für den ganzen anderen Kram, bevor man irgendwie Housing, Raid etc. Man soll erstmal in Endgame kommen, erstmal da reinfinden und danach kommt das alles nach und nach durch die Patches. Dann haben wir aus jeden Fall auch sehr, sehr coole Sache mit vergrößertes Inventar. Darauf haben wir auch schon sehr lange gewartet. Und ich hoffe nicht nur Inventar, sondern auch das Arsenal, weil ja, es kommt halt immer mehr und da braucht man halt auch dementsprechend auch mehr Platz. Hier kann man auch schon vorbestellen. Ja, und dann gucken wir uns mal hier Welt an. Wir haben jetzt hier eine Menge überarbeitet, diese Seite. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schick gemacht hier.
Ja, Instablood verschlägt erst den Krieger des Lichts und seine Gefährten in neue, unerforschte Regionen, die mit abwechslungsreichen Landschaften und spannenden Aufträgen aufwarten. Neue Verbündete warten dort genauso wie wilde Stämme, ihre Primae und weitere gefährliche Kreaturen. Eine kleine Auswahl davon soll in Folgen vorgestellt werden. Hier seht ihr nochmal Bühne frei für neue Abenteuer. Hier haben wir Alamigo. Ja, ein kriegerischer Stadtstaat im Osten des Kontinents Aldenard. In der Hauptstadt am Rande einer imposanten Gebirges erhob sich das geknechtete Land gegen den Tyrannen Theoderik. Der Aufstand war erfolgreich, doch der Preis, den die Rebellen für ihren Sieg bezahlten, war hoch. Die Galaer, die heimlich die Rebellion angestachelt hatten, eroberten Alamigo in einer Handstreich und machten es zu einer galäischen Provinz. Nun leiden die stolzen Krieger bereits seit 20 Jahren unter der Knechtschaft der Galaer und ihr Hunger nach Freiheit ist groß. Oh ja. Und hier sehen wir Abania. Oh, das wird echt nice. Also der neue Kontinent heißt eben halt Aldanat. Und ja, ist eben halt hier mit Alamigo, Doma, Shirogane, Ugane. Hier haben wir auch Primae und wilde Stämme. Hier haben wir einen neuen, wie ihr auch durchs Ravanna. Ist ja auch ein selbst entwickeltes Primae. Nicht bekannt jetzt durch andere Final Fantasy. Und hier haben wir auch nun Susanoo. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Auch wieder so ein kriegerischer Primae. Dann haben wir auch noch Lakshmi. Die kennen wir ja auch. Ne? Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr nice. Sieht auf jeden Fall auch sehr schick aus. Ich finde auf jeden Fall von den Primaes, von den weiblichen, finde ich auf jeden Fall Sophia echt top. Und es wollen ja so viele auch dieses Glamour von ihr. Aber hier haben wir auch noch nun Lakshmi. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus, dieses Gewand und diese Aufmachung her. Ja, ich bin echt mal gespannt auf die beiden. Da werden wir auf jeden Fall auch bestimmt Spaß haben. Hier kann man nochmal dran klicken und nochmal so Screenshots anschauen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön designt aus. Hier sieht man noch ein paar Bilder dazu. Hier kennt ihr bestimmt aus dem Trailer. Oh ja, sehr schön gemacht. Ja, dann kommen wir mal zu den Inhalten. Hier haben wir hochstufiger Raid. Dann haben wir hier die Windstämme Primae. Da können wir auch nochmal draufklicken, um Informationen auch über die herauszufinden, wie Susanoo, der Gott der Kojin, liebt aufrauschende Feste. Er ist einer von unzähligen Kami und seine Existenz ruht in drei heiligen Insignien. Er gilt auch als Gott des Meeres und ist dementsprechend wankelmütig. Doch jeder Kampf ist für ihn ein Vergnügen, das er mit seinem Schwert Amenomoakumo festlich begeht. Boah. Sehr nice. Jetzt kommen wir zu Lakshmi. Die von den Anatha angebetete Göttin der Schönheit. Sie ist nicht nur betörend, sondern besitzt auch schöpferische und heilende Kräfte. Ihrer Mythologie nach glauben die Anatha, dass ein Teil dieser göttlichen Kräfte auf sie übergegangen ist. Mit ihrer Herzensgüte heilt Lakshmi den Seelenschmerz ihrer Anhänger. Cool. Da sehen wir auch nochmal die Anatha, die eben halt die anbeten. Die Anatha sind die Ureinwohner von Gyarbania. Alle Anatha besitzen den Oberkörper einer Frau und den Unterleib einer Schlange. Ihre magischen Begabungen, Metall zu verformen, nutzen sie zur Herstellung wunderschöner Schmuckstücke. Wow. Und hier haben wir die Kojin. Die Kojin sind schildkrötenartige Meeresbewohner, die seit Urzeiten die Rubinsee bevölkern. Sie leben in Einklang mit der Natur und ernähren sich von dem, was das Meer ihnen bietet. Sie glauben an eine Vielzahl von Kami, die von seltenen und wertvollen Artefakten Besitz ergreifen. Die Kojin sammeln diese Artefakte, um die Kami zu verehren. Cool. Ja, da haben wir jetzt einmal Bühne frei für Abenteuer und Primae und wilde Stämme. Kommen wir nun zu neue Inhalte mit hochstufigen Raid, mit Delta Materie, mit Metrie, achso, Delta Metrie
Und ja, hier haben wir den eben halt jetzt Omega. Den hatten wir ja auch gesehen gehabt. Also macht auf jeden Fall das Ende von Heavensward und lasst euch auf jeden Fall berauschen von diesem Kampf und alles. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. Dann haben wir hier Omega, stammt angeblich nicht von Hylilins Existenzebene und niemand vermag eindeutig zu sagen, ob es sich bei diesem Geschöpf um eine Lebensform oder eine Maschine handelt. Zur Zeit des antiken Alagischen Reichtums nahm Omega den Prime Bahamut gefangen und verfiel daraufhin in einen Ruhestand, bis er als Prima E-Jäger reaktiviert wurde. Zuletzt verschwand Omega nach Gyarabania. Doch das ist nicht das Ende der Geschichte. Und das wird auf jeden Fall super gemacht, denke ich mal. Also die werden da sich auf jeden Fall sehr viel Mühe setzen. Ja, dann kommen wir mal zu den neuen Jobs. Gucken wir uns auch mal an hier. Hier haben wir den Samurai und den Rotmagier. Bisschen ähnlich aus wie meine. Nur ein bisschen halt. Hier, Unterwasserabenteuer. Unterwasserabenteuer, erst zu Lande, dann in der Luft. Und nun geht das Abenteuer auch im Wasser weiter. Dabei wird nicht nur fleißig geschwommen, sondern ab einem bestimmten Zeitpunkt im Hauptszenario auch getaucht. Nice. Denn Erkundungsdrang sind keine Grenzen mehr gesetzt. Hier können wir noch mal ein paar Screenshots anschauen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Das Aquarium war so gesehen auch schon ein Prototyp zu diesem Shader. Und ja, jetzt sehen wir auch noch das Resultat. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Da wird auf jeden Fall auch noch eine Menge Spaß geben bei sowas hier. So, jetzt gucken wir mal den Samurai. Higashi, das Inselreich am östlichen Ende der bekannten Welt. In einer Zeit, als die Mächtigen des Inselreiches um das Land stritten, erblühte die Kampfkunst der Samurai. Als das Land unter einem Herrscher vereint war, wandelten sie die Krieger zu Wächtern des Friedens, die dazu privilegiert sind, ein Katana zu tragen. Nach und nach stumpften ihre Reflexe ebenso ab wie ihre Klingen, und ihr Wille wurde schwach. Die wahren Samurai drohten auszusterben, doch einige wenige fassten sich ein Herz und trainierten, bis sie wieder zu wahren Meistern des Schwertziehens wurden. Sehr, sehr schön. Hier sehen wir nochmal ein paar Moves von den Samurai. Man konnte sogar am Ende auch sogar schon Einblicke haben. Auf jeden Fall macht die Story von Heavensward zu Ende. Hier sehen wir einfach nochmal das Screenshot dazu. Sehr schön. Ja, dann sehen wir einmal männlich und weiblich so. Okay, cool. Kommen wir nun zum Rotmagier. Gyarabania, die Bergregion im Osten von Ablatatias Rückgrat. Die sechste Katastrophe beendete die fünfte Ära des Lichts mit einer alles verschlingenden Flut. Viele Verzweifelte blickten hoffnungsvoll in den Himmel und folgten den Leuchten der Sterne in die Berge. Unter den Schutzsuchenden waren auch die Schwarzmagier aus Marsch und die Weißmagier aus Amdapor, welche die Katastrophe verschuldet hatten. In dem verzweifelten Versuch, sich gegen den drohenden Untergang zu stemmen, verbündeten sich die ehemaligen Erzfeinde. Sie verschmolzen ihre Kräfte zu einer völlig neuen Form der Magie. So wurde die Rotmagier geboren, die bewaffnet mit magischen Rapieren in den Kampf ziehen. Hier sehen wir auch nochmal Screenshots dazu. Sehr, sehr nice. Und dann hier nochmal ein paar Aktionen dazu noch. Also, er ist auch eben halt eher so der Range, aber macht auch auf jeden Fall noch ein paar, ja, hier, Melee-Moves. Und switcht dann so gesehen wieder zurück in seiner Range-Stance. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Hier sehen wir einmal nochmal weiblich und männlich. Sehr schön. Das hatten wir schon, Unterwasserabenteuer. Ah, hier, neues Wohngebiet haben wir Shirogane. Nach Gedania, Limsa-Lominsa und Ul'dah dürfen sich nun Spieler auch in einem vierten Wohngebiet in Higashi niederlassen. Shirogane ist eine malerische Insel vor Kugane, die mit fernöstlichen Ambiente verzaubert. Sehr schön. Auf jeden Fall echt klasse aus.
Hier sehen wir auf jeden Fall noch ein paar neue Screenshots dazu. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Hier auch diese Wege, die Bäume. Hat sehr, sehr schönen asiatischen Touch. Hier auch die Häuser. Das wird bestimmt hier Apartment. Sieht echt cool aus. Hier auch die ganzen Wege hier mit den Bäumen. Ganzen asiatischen Touch. Hat was. Ja, sehr schön auf jeden Fall. Da kann man sich echt gut niederlassen. Weitere Neuerungen, Maximalstufe von 60 auf 70. Dann haben wir auch mehr Platz für Einrichtungsgegenstände. Das kommt außerdem auch noch. Wo die Residenzen also bis zu 400 Stück haben können. Und ja, da wird eben halt alles verdoppelt, so gesehen. Die Residenzen bekommen sogar auch noch 400. Auch nicht wirklich wenig. Also da wird auf jeden Fall auch wieder sehr viel Platz geschafft. Ja, das halten wir erstmal hier von Welt, Inhalte und Spielelemente. Jetzt kommen wir zu den Medien. Gucken wir uns dann da mal an. Hier sehen wir einmal den Trailer, dann haben wir Adwalk und dann haben wir auch nochmal Screenshots dazu. Hier können wir nochmal den ganzen Trailer anschauen, den Teaser und den Stumbler-Trailer. Dann haben wir den Adwalk. Hier seht ihr nochmal vielerlei Bilder, die ihr hier sehen könnt. Sieht auf jeden Fall echt klasse aus. Also kann man sich auf jeden Fall hier solche Bilder anschauen. Oder man speichert sie so gesehen. Hier kann man zum Beispiel auch fürs Smartphone nehmen und sowas. Ist auf jeden Fall klasse. Also hier kann man einen schönen Hintergrund nehmen oder Screenshot, Wallpaper. Ich denke mal, das hier nehme ich auf jeden Fall auch noch irgendwann als Handy-Hintergrund. Auf jeden Fall sehr cool aus. Ja. Hier nochmal Screenshots. Schon echt eine Menge hier. Und dann haben wir hier nochmal das Produkt. Ja, hier einmal die Standardversion könnt ihr entscheiden. Oder halt die Collectors Edition. Das ist die Standardversion. Gibt es einmal halt so als diese Version oder halt als Download. Dann haben wir hier auch nochmal die Stumbler Collection. Ein Collectors Edition, wo ihr eben halt für die PS4 als Disc oder als digitalen Download, für für Windows auch und für Mac habt ihr eben halt digitaler Download. Also hier seht ihr auch nur Mac-Version, ist noch mit digitalen Download erhältlich. Dann habt ihr hier auch noch Vorbesteller-Boni. Hier sieht man auch nochmal magische Ohrringe, dann eben halt den Rotmagier-Puppe, dann der frühere Zugriff ab den 16.04. mit Early Access. Hier seht ihr auch nochmal Vorbestellerboni. Hier könnt ihr euer Vorbestellercodes zur Registrierung nehmen. Für die Leute für PlayStation, ihr müsst da nichts machen. Bei euch geht das einfach, wenn ihr schon vorbestellt, am 16.04. schon los. Und ja, also da geht das halt alles automatisch. Hier außerdem bei der Collectors Edition seht ihr auch noch außerdem, was hier beim Bo alles als Bonus alles dabei ist. Hier die Box, dann die Figur mit Xenos, Vile, Galvus. Dann haben wir hier die Starblood Adbook, Starblood Logo-Aufkleber, Stoffkarte. Das bekommen alle soweit in Vorbestellung der Collectors Edition. Den Syldra-Reittier, Bartspuppe, Waffe der Rotmagier, Hühnermesser. Dann können wir hier nochmal. Also das ist jetzt aber nur für die Disc-Version und nicht für die digitale. Digitale ist eben halt nur für diese Bonus hier, diese drei. Und natürlich auch für die Vorbesteller, für alle anderen Leute, die vorbestellen, bekommen Rotmagier-Puppe und die Ohrringe. Ja. Und da kann man hier außerdem auch bald eine Komplett-Edition holen, wo ihr dann die ganzen Teile in einem gesamten Pack drin habt. Nicht vergessen, wenn ihr eben halt auch das kaufen tut, dann bekommt ihr auch noch 30 Tage kostenlose Spielzeit obendrauf. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das habt ihr ja so gesehen alles in einem Pack und könnt dann schon losstarten. Dann habt ihr Elven Reborn, dann habt ihr außerdem Heavensward und dann noch Stormblood. Hier auch steht hier auch dann neue Spieler halt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also da könnt ihr dann echt schon losstarten, denn alles. Ja, da habt ihr auf jeden Fall eine Menge vor euch. Also ich selber auch für Starblood, aber auch für die ganzen neuen Spieler hier mit Elm Reborn, Heavensward und Starblood. Ja, auf jeden Fall wollte ich mal diese schöne neue aktualisierte Seite hier mal zeigen.
Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Lasst gerne euer Feedback da. Wie findet ihr diese neue aktualisierte Seite? Freut ihr euch schon drauf? Ja, wo freut ihr euch am meisten auf Starblade? Lasst gerne mal euer Feedback da. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wollte euch nur darauf aufmerksam machen zu der neuen aktualisierten Seite. Und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.